Heute werde ich ein indisches Psychodrama namens Teresa Meenpar erklären. Spoiler voraus. Ishan ist ein 8-jähriges Fantasiekind, das unter seinen Kumpels als Unruhestifter bekannt ist. Er fällt in jedem Fach durch und ist der schlechteste Schüler in seinem Klassenzimmer. Er ist in seinem 2. Jahr der 3. Klasse und wie sein Zeugnis aussieht, muss er dieselbe Klasse noch einmal wiederholen. Im Gegensatz zu Ishan ist sein älterer Bruder Johan ein idealer Schüler. Außerhalb des Studiums spielt er Tennis und nimmt an der bevorstehenden Interstate Tennis Championship teil. Ishan gerät häufig in Streit mit den Kindern aus der Nachbarschaft, die ihn schikanieren. Eines Tages beschwert sich die Mutter eines Kindes bei seinem Vater Nandkashor über Ishans Verhalten. Er muss sich peinlicherweise bei dem Kind und seiner Mutter entschuldigen. Nachdem sie gegangen sind, schubst er Isha auf den Boden, um ihn zu disziplinieren. Obwohl Nandkashor seine Kinder liebt, ist er zu hart zu Ishan. Er glaubt, dass Ishans niedrige Punktzahlen und seine Unfähigkeit, grundlegende Aufgaben zu erledigen, auf seine Faulheit zurückzuführen sind. Am nächsten Schultag bittet Ashens Englischlehrer ihn, eine Zeile aus einem Buch vorzulesen. Er versucht sein Bestes, bringt aber kaum ein Wort hervor. Er hat Schwierigkeiten, die Buchstaben zu verstehen, aber die Lehrer halten ihn für ein Gör. Als sie ihn wiederholt zum Lesen auffordert, schreit er Kauderwelsch und wird aus der Klasse geschickt. Es ist nichts Neues für Ishan, bestraft zu werden. Tatsächlich verbringt er die meiste Zeit draußen, anstatt zu lernen, weil die Lehrer ihn als Störfaktor für die anderen Schüler betrachten. An diesem Tag hatte Esho seine Mathehausaufgaben nicht gemacht. Um dem Mathelehrer nicht ins Gesicht zu sehen, rennt er von der Schule weg und verbringt den ganzen Tag damit, durch die Nachbarschaft zu streifen. Er genießt den Tag in vollen Zügen, kauft Eis, verbringt Zeit am Meer und analysiert die Passanten. Am Ende des Tages kehrt er zu seinem Schulbus zurück, ohne dass jemand seine Abwesenheit bemerkt. Zu Hause sehen wir, wie er ein wunderschönes Gemälde malt. Ishan liebt es zu malen und sein fantasievoller Geist hilft der Sache, was zu übertriebenen Stücken führt. Später versucht seine Mutter Maya, ihm Nachhilfe zu geben und ihn dazu zu bringen, seine Hausaufgaben zu machen. Ist seine Handschrift schrecklich und er kann kaum etwas richtig schreiben. Sie verbindet sein Unvermögen mit Faulheit und schimpft mit ihm wie mit allen anderen. Am nächsten Tag muss Ishan seinem Lehrer eine Abwesenheitsnotiz seiner Eltern zukommen lassen. Aus Angst, in Schwierigkeiten zu geraten, bittet er seinen Bruder, die Notiz für ihn zu schreiben. Johan lässt ihm versprechen, dass er nie wieder die Schule schwänzen wird und schreibt die Notiz. Der Junge zeigt es seinem Lehrer, der seine Echtheit nicht in Frage stellt. Er gibt auch vor zu husten, um den Anschein zu erwecken, als wäre er tatsächlich krank. An diesem Tag überrascht der Mathelehrer die Kinder mit einem Test. Ishan hat das Testpapier gereicht, aber für ihn sehen die Buchstaben aus, als würden sie tanzen. Die erste Frage stellt ihm die Multiplikation von 3. Mit 9 im Kopf stellt sich das Kind den 3. Planeten Erde und den 9. Planeten Pluto vor, die gegeneinander kämpfen. Er fantasiert davon, dass die Erde Pluto zerstört und argumentiert, dass die Antwort 3 ist. Er lässt den Rest der Fragen leer und reicht den Test ein. Auf Nachfrage seiner Freunde behauptet er selbstbewusst, dass ihm der Test sehr viel Spaß gemacht hat. Am nächsten Tag kehrt Nan Kashmir von einer Geschäftsreise zurück. Ishan ist überglücklich über die Rückkehr seines Vaters und umarmt ihn herzlich. Während des Frühstücks findet Nantasha jedoch die gefälschte Abwesenheitsnotiz vom Vortag. Bei seinen Nachforschungen findet er heraus, dass Ishan von der Schule wegläuft und alleine durch die Straßen wandert. Gleich am nächsten Tag gehen die Eltern zu seinen Lehrern und dem Schulleiter, die sein Verhalten im Unterricht verurteilen. Sie erfahren auch etwas über den letzten Mathe-Test und seine Ergebnisse. Der Direktor geht davon aus, dass Ishan ein besonderes Kind ist, das für Kinder mit Behinderungen in die Schule geschickt werden muss. Nankashora ist entsetzt über den Gedanken, dass sein Sohn behindert ist. Beide Eltern machen sich Sorgen um die Zukunft ihres Kindes und beschließen, ihn auf ein Internat zu schicken. Ishan ist völlig gegen die Idee. Er rebelliert und weint und fleht sie an, ihn zu Hause zu behalten. Und obwohl die Eltern auch nicht von ihm getrennt werden wollen, tun sie, was ihrer Meinung nach das Beste für ihn ist. In dieser Nacht träumt Ishan davon, seine Mutter in einer Menschenmenge zu verlieren und wacht schreiend auf, als sie versucht, ihn zu beruhigen. Er verspricht, fleißig zu lernen, wenn sie ihn zu Hause bleiben lassen. Das bricht Maya das Herz, aber Nankashor hält an seiner Entscheidung fest. Endlich kommt der Tag, an dem Nisha ins Internat auf dem Land gebracht wird. Er muss sich mit anderen Kindern ein Wohnheim teilen und darf seine Familie nur einmal im Monat treffen. Es ist ein Albtraum für den 8-Jährigen, der noch nie von zu Hause weg war. Der Heimleiter begrüßt ihn, indem er erklärt, dass seine alten Gewohnheiten hier nicht toleriert werden. Nach einer Besichtigung der Schule verlässt die Familie schweren Herzens die Schule. Ishan sieht ihrem Auto nur mit Tränen in den Augen hinterher. Er bleibt mehrere Minuten so, auch nachdem das Auto aus seiner Sicht verschwunden ist. Als es dunkel wird, geht er weinend ins Hostel. Er spricht mit niemandem und ist kaum zu Abend. Nachts, wenn er nicht schlafen kann, geht er ins Badezimmer und weint leise, weil er seine Mutter vermisst. Währenddessen erreicht Maya ihr Zuhause und durchsucht Ishas Habseligkeiten. Zu ihrer Bestürzung findet sie ein Daumenkino, in dem er seiner Familie weggenommen wurde.
Das Buch bricht ihr das Herz und ihr wird klar, wie sehr sich das Kind davor fürchtet, von ihnen getrennt zu sein. In der Herberge hat Ishan Mühe, normale Dinge zu tun, wie Krawatte und Schnürsenkel zu binden. Das ist okay, Ishan, ich kämpfe auch immer noch mit diesen Dingen. An seinem ersten Tag lässt ihn der Hindi-Lehrer Mr. Tiwari mit dem klassenbesten Rayan auf der ersten Bank sitzen. Die Lehrer merken schnell, dass Ishan nicht normal ist. Er passt im Unterricht kaum auf und wird von seinem Kunstlehrer körperlich bestraft. Nichts ändert sich gegenüber der vorherigen Schule. Er hat die Klasse immer zur Strafe rausgeschickt und wird von den Klassenaktivitäten ausgeschlossen, weil er sie ruiniert hat. Mit der Zeit wird er so frustriert, dass er seine Bücher auseinanderreißt und sie in den Mülleimer wirft. Er hört auf, in der Schule besser zu werden und gerät in eine Spirale aus Depression und Selbsthass. Als seine Eltern ihn nach einem Monat abholen, schließt er sich in einem Zimmer ein und bricht zum ersten Mal, seit er sie das letzte Mal gesehen hat, in Tränen aus. Auf Aufforderung rennt er nach draußen und dreht mehrere Runden auf dem Basketballplatz, um zu rebellieren. Die Familie bringt ihn für die Nacht in ein Hotel, um ihm eine Pause von seinem Leben zu gönnen. In der Herberge schenkt Johann ihm einen Korb mit Manutensilien. Aber er weiß nicht, dass Ishan seine kreative Seite eingestellt und ganz aufgehört hat zu malen. Am nächsten Tag verabschiedet sich die Familie von ihm und lässt ihn wieder allein. Später an diesem Tag ist Ishan so niedrig wie nie zuvor. Er schaut von der Terrasse der Schule hinunter und denkt darüber nach, wie es sich anfühlen würde, aus dieser Höhe zu springen. Sein einziger Freund Rayan unterbricht seine Gedanken und erzählt ihm von ihrem neuen Kunstlehrer. Ishan hält nicht viel davon, weil ihm noch nie ein Lehrer geholfen hat. Für die Kinder ist es jedoch überraschend, dass der neue Lehrer Ram die Klasse in einem Joker-Kostüm betritt. Er singt ein Lied, spielt Flöte, bringt sie zum Tanzen und lässt sie den Unterricht genießen. Im Gegensatz zu allen anderen Lehrern. Während der Oldischen das geliebt hätte, macht der Depressive nichts davon mit. Als erste Aufgabe werden die Schüler gebeten, alles zu zeichnen oder zu malen, was sie wollen. Ram möchte, dass sie ihre kreative Seite zeigen, damit er weiß, woran er als nächstes arbeiten muss. Die Kinder fangen an, verschiedene Dinge zu zeichnen, die sich alle voneinander unterscheiden, aber Ishan berührt das Papier nicht einmal. Zunächst geht Ram davon aus, dass sich der Junge etwas Zeit zum Nachdenken nimmt, aber selbst als der Unterricht zu Ende ist, ist Ishans Papier immer noch leer. Besorgt fragt Ram ihn, was los sei, bekommt aber keine Antwort. An diesem Abend ruft Maya an, um mit Ishan zu sprechen, aber er hält das Telefon nur an seine Ohren und sagt nichts. Ihm wird mitgeteilt, dass sie den nächsten Besuch wegen Johanns Tennisturnier in Ishan um eine Woche verschieben müssen, was nur bestätigt, dass seine Familie sich nicht um ihn kümmert. Er wirft eine einzelne Stufe ab und geht weg, ohne etwas zu sagen. Am nächsten Tag sieht Ram Ishan vor dem Klassenzimmer knien. Fasziniert von seinem Verhalten fragt er Rayan nach ihm. Rayan enthüllt, dass Ishan Schwierigkeiten hat, Buchstaben zu verstehen, egal wie sehr er sich bemüht. Ram unterrichtet in einer Schule für behinderte Kinder, also achtet er auf besondere Kinder. Um mehr über Ishan herauszufinden, geht er seine alten Notizbücher durch und findet ein Muster ähnlicher Fehler. Selbst während er die besonderen Kinder unterrichtet, bekommt er den Gedanken an Ishan nicht aus seinem Kopf. Er hatte in seiner Kindheit das gleiche Problem, also hat er Mitgefühl mit dem Jungen. Wochen später erkennt er, was Ishas eigentliches Problem ist und reist in seine Heimatstadt, um seine Eltern zu treffen. Sie begrüßen ihn und lassen ihn einen Blick in Ishas Schlafzimmer werfen. Ram ist überrascht, als er herausfindet, dass er ans Malen gewöhnt ist. Umso trauriger macht es ihn, dass der Junge durch den Druck, der auf ihn ausgeübt wurde, seinen Glanz verloren hat. Noncasual erniedrigt seinen Sohn und behauptet, dass er faul ist und das Lernen hasst. Ram revanchiert sich und zeigt ihm das Muster. Bei Nishas Fehlern vertauscht er oft die Buchstaben, als hätte er Schwierigkeiten, sie zu unterscheiden. Trotzdem bringt der Vater es mit Faulheit in Verbindung, aber Ram behauptet unverblümt, dass er falsch liegt. Er erklärt, dass Ishan an einer neurologischen Erkrankung namens Legasthenie leidet, die dazu führt, dass er bestimmte Muster wie Buchstaben und Wörter nicht versteht. Außerdem hat er Koordinationsschwierigkeiten, was dazu führt, dass er seine Schuhe nicht binden kann. Der Junge muss so sehr gelitten haben, weil niemand verstand, dass er nicht lesen konnte und annahm, er sei nur faul. Mit anderen Worten, es sind die Eltern, die faul sind. Oh verdammt! Noncasual glaubt, dass Ram seinen Sohn einen Schwachkopf nennt und schlägt auf ihn ein. Um ihn verständlich zu machen, bittet Ram ihn, ausländische Briefe zu lesen, die auf einer Kiste geschrieben stehen. Als Noncasual beschimpft wird, weil er die Briefe nicht versteht, wird ihm endlich klar, was sein Kind durchmachen muss. Dennoch weigert er sich anzuerkennen, dass sein Sohn von seiner einzigen Leidenschaft, der Malerei, leben kann. Ram ist entschlossen, ihm das Gegenteil zu beweisen. Als er am nächsten Tag in die Schule zurückkehrt, bringt er den Kindern all die berühmten historischen Persönlichkeiten bei, die als Kinder nicht so gut lernen konnten. Er gibt ihnen Beispiele von Wissenschaftlern, Schauspielern und Philosophen, wodurch Ishan sich viel besser fühlt. Als Ram sie fragt, wer die Glühbirne erfunden hat, spricht Ishan zum ersten Mal seit Wochen und antwortet Thomas Edison. Ram sieht einen Hoffnungsschimmer, dass der Junge lernt.
Später an diesem Tag ist Ehan am Teich, als er aus Gummibändern und Blättern ein funktionierendes Boot baut. Ram ist so beeindruckt, dass er die Struktur nach Hause bringt und sie als Dekoration behält. Ishans kreative Sinne beginnen wieder zu fließen, aber er hat noch einen langen Weg vor sich, bevor er lernt, wie die anderen Kinder in seinem Alter zu lernen. Eines Tages geht Ram zum Schulleiter und erzählt ihm von Ishans Problem. Der Direktor schlägt vor, ihn auf die Schule für Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu schicken. Aber Ram ist zuversichtlich, dass Ishan mit den normalen Kindern lernen kann. Er schlägt vor, dass die Lehrer das Problem des Kindes verstehen und ihm entsprechend helfen. Als der Direktor sagt, dass es nicht möglich ist, bietet Ram an, Ehan jeden Tag nach der Schule zu unterrichten. Der Schulleiter erlaubt es dem Kind zuliebe. Ab dem nächsten Tag verwendet wieder verschiedene innovative Methoden, um Ishan dabei zu helfen, Buchstaben des Alphabets zu unterscheiden. Sie lernen mit Sandkästen, Play-Doh, sensorischen Methoden und so weiter. Ishan nimmt auch Hilfe von Hörbüchern und Treppen, um das Rechnen zu lernen. In nur 2 Monaten beginnt er die Buchstaben zu verstehen, die andere Lehrer ihm in mehreren Jahren nicht beibringen konnten. Eines Tages kommt Nan Kishore in die Schule, um mit Ram und Bose darüber zu sprechen, wie sie mehr über den Zustand ihres Sohnes recherchieren. Er möchte, dass Ram weiß, dass er kein abwesender Vater ist und stolz darauf ist, so zu sein, wie er ist. Ram hingegen macht den Vater dafür verantwortlich, dass das Kind das Selbstvertrauen verloren hat, was selbst Nan Kishore nicht leugnen kann. Auf dem Weg nach draußen sieht er, wie Ishan versucht, von der Anschlagtafel abzulesen. Bedauernd, sein Kind unwissentlich verletzt zu haben, bricht er in Tränen aus und kann sich nicht dazu bringen, ihm ins Gesicht zu sehen. Ein paar Tage später organisiert Ram einen Malwettbewerb für Lehrer und Schüler der Schule. Alle versammeln sich und machen mit. Ishan benutzt zum ersten Mal die Malutensilien, die ihm sein Bruder geschenkt hat. Der Wettbewerb beginnt und alle werden fleißig zeichnen. Auch die Lehrer genießen die Veranstaltung und geben ihr Bestes. Am Ende erschafft Ehan ein wunderschönes Gemälde von sich selbst, wie er am Teich sitzt. Er geht nach vorne, um das Gemälde einzureichen und sieht, dass Ram ein Porträt von ihm gemalt hat. Vor Ort bleibt er sprachlos zurück. Eine Weile später wird bekannt gegeben, dass das Siegerbild auf der Vorderseite der neuen Ausgabe ihres Jahrbuchs erscheinen wird. Der Direktor erklärt, dass die Entscheidung schwierig war, weil 2 Gemälde am meisten auffielen und Ehans. Am Ende wird Ehan zum Gewinner erklärt, während der 2. Preis an Ram geht. Die Menge bricht in Jubel aus. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlt er sich für sein Talent anerkannt. Er kann nicht anders als zu weinen und rennt zu seinem Lehrer, um ihn zu umarmen. In der letzten Szene kommen Maya und Nan Kishore zum Elternlehrertreffen am Ende des Jahres in die Schule. Der Schulleiter prahlt mit Ishans Talent und zeigt ihnen sein Gemälde auf der Vorderseite des Jahrbuchs der Schule. Die Eltern sind an die neue Aufmerksamkeit ungewohnt und schockiert. Der Direktor lobt Ram auch dafür, dass er großartige Arbeit geleistet hat, um dem Kind so beizubringen, wie er es brauchte. Später treffen die Eltern Ishans Lehrer, die ihnen das Zeugnis zeigen und die unbestreitbaren Fortschritte des Kindes loben. Draußen sieht das Paar ihrem Sohn beim Spielen zu und weint vor Glück Tränen. Nan Kishore dankt Ram dafür, dass er Ishan geholfen hat und entschuldigt sich für sein Verhalten. Schließlich verabschiedet sich Ishan von Ram und kehrt für einen Urlaub in seine Heimatstadt zurück. Wenn du nicht gegen Boyka kämpfen möchtest, dann abonniere jetzt den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt, geh ungelöst hier.